Es ist eine harte Prüfung. Die härteste Prüfung, die ich bisher bestehen musste. Und ich hatte schon viele Prüfungen in meinem Leben. Es nagt an allem, zu sehen, wie die meisten Journalisten in ihrer Denkblase gefangen sind. Es nagt an allem, immer noch ein Teil von diesem menschenfeindlichen System der gesteuerten Desinformation zu sein. Der Wahnsinn ist, dass diese Menschen so indoktriniert sind, dass sie alles glauben, was die Presseagenturen, die Politik und die NGOs ihnen so hinwerfen. Durch die Universitäten sind sie so mit falschem Wissen gefüttert worden, dass ihr Weltbild so ist, wie es ist. Eigentlich sind sie ebenso Opfer wie der Rest der Menschheit auch. Sie sind gar nicht in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen. Sie sind nicht in der Lage, kritisch zu denken. Alles, was nicht in ihr Weltbild passt, wird ausgeblendet. Wichtige Geschehnisse bekommen die Presseagenturen von den Geheimdiensten souffliert. Der Wahrheitsgehalt ist also dementsprechend gleich null. Dies wird, ohne es zu hinterfragen, gemeldet. Ich nenne es einfach nur Propaganda. Die Geheimdienste dienen nicht dem Schutz einzelner Länder, sondern dienen nur 1% der Menschheit, also der Finanzelite. Noch besser gesagt, den 12 einflussreichsten Familien auf der Welt. Allerdings ist endlich Ende Oktober Schluss damit. Ich arbeite bis dahin für ein sehr großes Medienunternehmen. Ich habe viele Jahre auf dem Buckel. In dieser Zeit konnte ich mir ein sehr detailliertes Bild machen, wie dort gearbeitet wird, wie die Politik dort ein- und ausging. Allerdings muss ich zugeben, dass es durch die speziellen Maßnahmen natürlich heute anders aussieht. In dieser Zeit habe ich unter anderem eine Verwarnung kassiert, weil ich an einen E-Mail-Verteiler eine E-Mail geschickt habe. Diese E-Mail machte auf die systematische Vergiftung der Menschheit aufmerksam. Wer glaubt, dass Chemtrails nur eine Verschwörungstheorie sei, der hat bisher noch nicht viel begriffen. Ich habe mein Blut testen lassen. Ein befreundeter Wissenschaftler sagte mir, wenn diese Stoffe schon in meinem Blut vorhanden sind, dann sind meine Organe voll damit. Es sind die Stoffe, von denen ein Ingenieur spricht, der die Flugzeuge mit den dementsprechenden Sprüheinrichtungen ausgestattet hatte. Ich habe ein Video dazu gemacht, welches du unten in der Videobeschreibung findest. Was mit uns gemacht wird, ist ein Genozid auf Raten. Wer profitiert davon? Die Pharmaindustrie. Der absolute Witz war, als ich einer gewissen Person, Stratfor, also dem amerikanischen Think Tank, ein Video von 2014 präsentierte. Ich habe mich dumm gestellt. In diesem Video wurde die Geostrategie vorgestellt, wie man am besten einen Keil zwischen Deutschland und Russland treibt. Der Mensch, den ich ansprach, hat es nicht in seinem Kopf zusammenbekommen. Es ist die absolute Armut des Geistes, die einen erschreckt. Es ist schiere Unwissenheit, schiere Naivität. Man merkt, wie alles, was nicht in ihr Weltbild passt, ausgeblendet wird. Es wurde an den Ressortleiter weitergegeben, also der Politikredaktion. Dummerweise gehört er der Atlantischen Brücke an. Alles ist ein absoluter Witz. Natürlich gab es nie ein Feedback. Was die Medien in diesem Bereich veranstalten, ist subtile Kriegspropaganda. Wenn Geheimdienste einen Grund brauchen, zu intervenieren, dann wird dieser halt geschaffen und die Medien hinterfragen diese Ereignisse nun nicht einmal. Ich rede von speziellen Events, dies würde aber hier den Rahmen sprengen. Genauso sah es mit einem Patent aus, auf welches ich gestoßen bin. Es
Es war und ist ein Flugobjekt der US Navy. Ich bekam gesagt, dass dies nicht möglich sei, da dies mit dem Energieerhaltungssatz von Einstein nicht zu vereinbaren wäre. Es sei nur ein theoretisches Modell. Als ich allerdings darauf erwiderte, dass der bekannte Energieerhaltungssatz von Einstein nur für ruhende Massen gilt, und wenn man den Impuls, also P, in die Gleichung integrieren würde, dann sei es möglich. Daraufhin herrschte Stille. Ich bekam nie ein Feedback. Ich bin alles andere als ein Physikgenie, aber ich kann recherchieren. Das Problem ist einfach, dass diese angeblichen Qualitätsjournalisten nicht flexibel im Geiste sind. Meistens gehören sie auch noch einem gewissen Club an. Hast du dir einmal die Frage gestellt, warum Glyphosat in der EU längst nicht verboten wurde? Es tötet jegliches Leben. Natürlich sagen die Studien, dass es absolut unbedenklich sei. Was hier nicht gesagt wird, ist, dass diese Studien einfach nur gekauft sind. All dies hat Prinzip. Schaut euch Monsanto an, Bayer und deren Vergangenheit. Diese Liste der Konzerne, die dich vergiften, ist unendlich. Die Nahrungsprodukte, die Pharmaprodukte, einfach alles vergiften deinen Körper. Kürzlich stieß ich sogar auf eine Creme, sehr bekannt. Es ist eine blaue Dose mit weißem Schriftzug. Hier hatte ich kein Aluminium vermutet. Ich hatte mich getäuscht. In den Hirn von Demenzkranken wurde ein Haufen Aluminium gefunden. Meide unbedingt Aluminium. Das passiert die Blut-Hirn-Schranke und dringt direkt in dein Hirn ein. Schaut euch auch genauer das Golfkriegssyndrom an, welches durch Impfungen hervorgerufen wurde. Es sind die gleichen Impfungen, die ihr erhalten sollt. Wer weiterhin seinen Mund hält, der macht sich schuldig. Speziell die Journalisten. Nicht nur Menschen sterben, sondern auch unsere Natur, unsere Wälder. Wer glaubt, unser Himmel würde solche mysteriösen Schleierwolken erzeugen, der ist nicht ganz knusper. Denn ich bin alt genug zu wissen, dass es dies früher nicht gab. Erst kürzlich habe ich beobachtet, wie direkt über mir, der Maschine, der Stoff ausging. Also es gab plötzlich keinen Kondensstreifen mehr. Die Maschine flog sehr tief. Ich habe keine Angst. Ich bin auch kein juristisches Produkt in einem Sklavensystem, also eine Person. Ich bin ein Mensch. Wir sollten verstehen, dass es keine Gewaltenteilung gibt. Diese gab es noch nie. Die Richter unterstehen nämlich dem Justizministerium. Die Erzählung ist falsch. Die Medienhäuser werden vom Staat unterstützt und von diversen Unternehmen. So viel also zum unabhängigen Qualitätsjournalismus. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Und was unsere angebliche Demokratie angeht, der sollte sich besser mal mit dem Handelsrecht und dem Vatikan auseinandersetzen und nicht mit dem Grundgesetz. Wir sind nur eine Nummer. Hinterfrage alles, denn es gibt einen Krieg gegen dein Bewusstsein. Dein Bewusstsein wird durch Vergiftung und durch elektromagnetische Strahlung sehr niedrig gehalten. Wir sollen nicht die Strukturen erkennen, die uns seit Ewigkeiten versklaven. Hinterfrage auch Wortkreationen, die dich steuern sollen. Es ist Mind Control. Es sind Kunstworte. Achte darauf, dass komischerweise alle sogenannten Qualitätsmedien diese Begrifflichkeiten in ihren Wortschatz aufnehmen. Es gibt keine Zufälle. Sie folgen einer Agenda. Aber was würde uns physisch erst einmal frei machen? Es wäre zu verstehen, dass es freie Energie gibt. Es gibt die Energie aus dem Vakuum. Es gibt Magnetmotoren. Alles ist Energie. Wir sind Energie. Wir müssen uns wieder unserer Macht bewusst werden, denn wir haben diese vor langer Zeit einfach nur an einen korrupten Haufen abgegeben. Frage dich auch einmal, was überhaupt Geld ist. Es ist nur eine Idee, die dich, wie auch die Energie, in der Versklavung hält. Wie sagte JP Morgan einmal, das wahre Geld ist Silber und Gold.
Alles andere ist nur Kredit. Die Mainstream-Medien, also der fantastische Journalismus, sagte dir, Gold und Silber hätten keine Perspektive. Ich sah es anders. Glaube nichts, was dir dieser Propaganda-Apparat als falsche Realität verkaufen will. Entweder sind es arme Geister oder korrupte Geister. Ich kann jetzt wieder in den Spiegel schauen. Deshalb habe ich vor längerer Zeit mein alter Ego erschaffen, den Observer, da ich die Lügen nicht mehr aushalten konnte. Verstehe jetzt einfach die Funktion. Verstehe jetzt einfach die Funktion des Virus. Er ist nicht zu sehen. Und deshalb können sie mit uns alles machen und alles erzählen. Verstehe den Plan, der dahinter steckt. Denke immer kritisch und hinterfrage alles. Die Realität ist ein Abenteuer. Man muss es nur erkennen. Erkenne, wer du bist. Dann bist du frei. Erkenne die Spaltung der Menschheit. Denn dies ist ein uraltes Prinzip des Machterhalts. Du bist ein Mensch und keine Person. Alles dient nur dazu, um dich immer tiefer in der Spirale der Versklavung zu verstricken. Dir wurde früher immer gesagt, du müsstest erst noch etwas werden. Dabei warst du es schon immer.